So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist was Unglaubliches passiert. Lucario ist in den Raids. Ich stehe hier mitten an der Hauptstraße. Hinter mir seht ihr diese Kirche. Das ist die evangelische Lutherkirchgemeinde. Ach du Scheiße, gut, dann ist das keine Kirche. Das ist nur eine Gemeinde. Und Gemeinden sehen aus wie Häuser. Und deswegen sieht das so aus. So, jetzt ist auch das Postauto weg. Wir versuchen mal hier einzudringen in diesen Zaun. So, die Tür, die war schon auf, laut Hong. Laut Hong war die Tür schon auf, deswegen gehen wir jetzt mal hier auf dieses gruselige Anwesen. Guckt euch das doch mal an. Ich glaube, das habe ich damals mit der alten Kamera mal gefilmt. Jetzt sieht es aber mittlerweile viel krasser und viel gruseliger aus. Das letzte Event ist um. Das nächste Event startet Mittwoch. Heute ist Montag und irgendwie haben die Bosse in den 1er- und 3er-Raids gewechselt und plötzlich ist Lucario im Raid. Und das ist eigentlich richtig cool, weil du sonst immer nur Riolo brüten kannst und Lucario gibt es eigentlich nie. Wäre also die Gelegenheit, mal ein paar Lucario-Bonbons zu machen, XL zu machen, Shiny zu jagen. Irgendwann kommt zwar Mega-Lucario, da wird man dann auch Mega-Energie kriegen, aber es schadet nicht jetzt schon, ein einfaches Lucario im 3er-Raid zu machen. Um dann ein gutes zu haben, wenn Mega-Lucario kommt, um das zu Mega-Lucario zu entwickeln. Guckt euch dieses Gebäude hinter mir an. Ist das nicht stark? Das fürs Thumbnails muss hier nur noch irgendwie so ein Bild von Pokémon rein. Ich habe das Ding mal als Community-Raid gepostet. Jetzt ganz kurz hier den Raid machen. Muss euch irgendwo hinhängen, schnell einladen und dann zurück. Ich überlege die ganze Zeit schon eigentlich, wer heute chill mit Ramses dran am Montag. 20 bis 22 Uhr, ob ich nicht vielleicht Lucario Raids mache für Zuschauer, denn das Ding ist nur ein, zwei Tage da, dann ist ja das nächste Event und dann gibt es ja wieder die andere Raid-Bosse. Ich bin mir komplett unsicher, aber mal gucken, ich glaube, ich werde Raids heute machen. So, es ist genau um 12, es hat gerade gebimmelt die ganze Zeit. Der Dragonite, der ist wieder mal blind. Ich poste extra immer in die Gruppe ein Bild von der Arena mit dem Arena-Namen. Plus auch den Koordinaten. Und er schreibt natürlich drunter, wo ist denn der Raid? Jetzt hat er es aber gefunden, glaube ich. Ich habe jetzt drei Leute, die ich einladen soll. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Ich schreibe hier mal Go. Da muss ich mit dem auch gleich drauf. Muss aber erstmal einladen. Und zwar den Matze, den Creeper to Go und den Henry Nicky. Das ist wichtig. Hier gibt es leider auch nichts, wo du großartig dein Handy draufstellen kannst. Was ist denn jetzt? Jetzt lasst mich hier die Leute einladen. Matze, Creeper, Henry, Nicky. Ich gehe mal hier drauf. Versuch die mal hier rüber einzuladen, weil der irgendwie nicht geht. Jetzt geht er. So, Matze ist eingeladen. Hängt trotzdem. Jetzt probiere ich nochmal Creeper. Alter, was ist das? Ich tu mal hier Creeper to go einladen. Und hier Henry Nicky noch auf dem zweiten. So, jetzt sind alle drei eingeladen, weil ich auch mit dem Samyang Bulldog Account eingeladen habe. Warum das jetzt hier nicht geht bei dem, weiß ich nicht. Den packe ich jetzt auch mal ein in die Tasche. Euch nehme ich jetzt mal hoch. Und weil es jetzt gerade da ist, versuche ich die zwei hier noch mal einzuladen. Den Creeper to go und den Henry Nicky. So, die haben also jetzt die Möglichkeit, dass sie beim Samyang Bulldog die Einladung annehmen, dann kommen sie aus, in denselben Raid rein oder sie nehmen jetzt von mir an. Ich habe auch wieder ein Team erstellt vorher, wo die Aufgabe ist, drehe 20 Stops oder irgendwas. Ich habe hier nur einen Stop und die eine Arena. Ich habe mit dem Samyang Bulldog auch mitgemacht, das heißt, ich konnte zwei Stops drehen und zwei Arenen. Wir brauchen aber 20 Stück, den Rest müssen die anderen machen. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Lucario, ich habe leider jetzt gar keine Angaben, was der 100er wert ist oder so. Ich weiß nur, Lucario ist Kampf und Stahl. Das heißt, nehmt halt auch einfach Kampf, weil dann seid ihr gut gegen Stahl oder nehmt halt Feuer. Es wird ja hier auch Feuer vorgeschlagen mit Flampivian und Hannes. Meistergriff ist hier drin. Gattewar gegen den... Es ist eigentlich komisch. Gattewar mit Fee oder mit... Psycho gegen Kampf, aber wenn Lucario Stahl hat,
dann ist es ja wieder gut gegen das Feen-Pokémon. Man weiß, kommt halt immer drauf an, was Lucario für Attacken hat. Team Power ist aktiviert, sehr effektiv. Das Ding ist jetzt schon down. Das ist halt einfach nur ein Dreier-Raid. Da würde jeder wieder sagen, hä, wozu soll ich denn einen Fan-Raid-Pass ausgeben für einen Dreier-Raid? Den schaffe ich doch alleine so. Findet erstmal einen Lucario. Das war bei Dragoran auch so die ganze Zeit. Dragoran, wozu soll man Fan-Raid-Pässe ausgeben? Die Leute wollten Shiny hunten und haben nach 3 Tagen das allererste Dragoran gefunden, weil in den Dreier-Raids sind ja immer verschiedene Sachen drin, das sind ja auch, weiß ich nicht, da waren 4, 5 verschiedene Pokémon drin, dann geht nicht jeden Tag ein Dreier-Raid auf direkt, weil es ist ja noch der 5er da und der 1er da und die ganzen Kryptos da und der ganze Fotz ist einfach da. Deswegen haben wir trotzdem Dragoran-Raids gemacht und angeboten, eben für die Leute, die effektiv ein Shiny Dragoran hunten wollten und ein paar das auch bekommen haben. Der Dragonite hat, glaube ich, auch eins bekommen. Der hat gestern noch mal gefragt auf den letzten Drücker. Das Ding ist nämlich bis 20 Uhr, dann ist es, glaube ich, gewechselt. Da war das Event zu Ende und er hat da kurz vorher noch mal hier gefragt, ob jemand noch einen Dragoran-Raid hat. Und hat dann da auch mitgemacht. So, ich versuche das jetzt hier mit einer Hand natürlich mit gelber Beere zu fangen, dass ich gleich noch ein paar Bonbons dafür bekomme. Eigentlich bin ich ja komplett demotiviert. Wegen einem Level-Up, was ihr erst später irgendwann sehen werdet. Aber Lucario finde ich jetzt schon irgendwie cool, dass er gerade hier ist. So, traurig natürlich, dass ich auf dem Main-Account ein 100% Shiny Lucario hatte und habe das sogar hochgezogen auf Level 50 und habe dann gesagt, jetzt muss nur noch die Mega-Entwicklung ins Spiel kommen, ich bin bestens gerüstet und hier habe ich weder Shiny noch 100er. Noch Level 50, hier habe ich einfach gar nichts. Aber mittlerweile sind die IV egal, die Shinies sind egal. Du machst halt einfach nur noch das, was gerade kommt. Hast ein paar Videos und boah, es ist auch übelst nervig, mit dem iPhone zu fangen. Mit einer Hand, weil der Daumen halt meistens nicht mal bis rüber reicht zu den Bären. Akku ist auch gleich leer, er ist jetzt wenigstens drin. Ich drück mal drauf, wir bewerten den mal. 15-20 hat 15 Angriff, 15-11-14 Thüringen, da ist sogar die Aufgabe fertig. Standen irgendwie jetzt 5 Leute nebeneinander im Team, habt ihr das gesehen? Fangen 50 Pokémon, fangen 75 Pokémon in Hyperbällen. Das ist so bescheuert, das lass mal lieber. Ich konnte ja gar keine Aufgabe wählen, deswegen ist das Team eh beendet. Was ich aber noch machen kann, mal kurz beim Samyang Bulldog Account drauf gucken. Dafür drehen wir mal die Kamera um. So, gucken mal hier rein, ob der ein gutes hat, wie viel WP der hat oder ob der ein Shiny hat. Es ist kein Shiny, hat 14,81, ist also schlechter als das andere, denn das andere hatte 15,20. Oh mein Gott, Lucario Raids, heute und morgen, dann müsste es wahrscheinlich wieder vorbei sein. Ich werde heute Raids für Zuschauer machen, ich weiß nur noch nicht, ab 20 Uhr bis 22 Uhr oder schon ab 18 Uhr bis 22 Uhr, damit eben die Leute, die 20 Uhr ins Bett müssen, vorher die Möglichkeit haben mitzumachen. Dann gibt es halt heute keinen Chill mit Ramses. Ich werde direkt mal eine Umfrage starten im Community-Tab, sobald dieses Video online ist. Ich gehe jetzt heim, lade das direkt hoch, dass es jeder mitkriegt. Werde direkt Umfrage starten im Community-Tab, stimmt mal ab. Chill mit Ramses. Oder Raids ab 18 Uhr oder Raids ab 20 Uhr. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.